während wir chillen, müssen wir irgendwas Entspanntes machen, deswegen. Wir gehen in die Automaten rein. Hat jemand einen Plan, wie diese Seite hieß? Ich hab's vollkommen vergessen. Wie hieß denn diese Seite, Jungs? Toreba. Danke, Bro. So. Okay, ich muss kurz aufladen. Sind 50 Euro too much, Jungs? Was denkt ihr? Mach Honi. Nee, Honi ist zu viel. Wir machen 30 Euro. Wir müssen uns nicht übertreiben. Ist nur kurz, um zu chillen, Dude. Ich weiß gar nicht, ob es da auch so welche gibt, die so ein bisschen billiger sind oder so. Das wäre nice. Du siehst aus, als hättest du gerade Sport gemacht. Ja, Bro, holy shit. Machst du jetzt Slots? Nein, 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 keine Slots, Bro. Wir, also ja, es ist sowas wie Slots, Dude. Wenn du das jetzt meinst. Aber das ist so ein Greifautomat. Wieso läuft der Song? What the fuck? What? Der Waifu-Grabbler. Okay, Chat, wo wollen wir reingehen, Dude? Ich will irgendwas Nintendo-mäßiges, oder? Kann man hier nach Nintendo suchen? Nee. Was kommt, wenn man einen Rauchabzug eingibt? Harry Potter Zauberstab. Okay, wir geben mal hier Pokémon ein. Inhalieren, ich weiß nicht, ob ich es jetzt mache. Oh. Okay, die sind nicht so cool. Gibt's einen Pikachu-Plüschi? Oh. Pokémon leben mit Pikachus Stofftier. Oh, es gibt wieder diese Slipper. Okay, wir gucken mal in die Slipper rein, Dude. Das Ding sieht tough aus. Chef, was denkt ihr über den Jungs? Der sieht aus wie Scam, oder? Meint ihr, wir kriegen... Warte mal, wo muss der hin? Muss der hier hin oder muss der nach hier in die Mitte durch? Denkt ihr in der Mitte, Jungs? Alles sieht aus wie Scam, ja. Okay. To be honest. True. Nimm dir Karl dazu? Ich glaube, Karl ist schon nicht. Okay, wir gucken mal, ob es ein Relaxo gibt. Es gab letztes Mal so ein Relaxo-Ding, das war auch sehr cool. Nein, kein... Heißt Relaxo auf Englisch auch Relaxo? Okay, wir gucken einfach mal durch. Warte mal, Neuankömmlinge. Gucken wir mal da rein. Cooles Thunfischkissen. What the fuck? Aus Snorlax? True. Imagine, du wastest Geld für den Thunfisch, Dude. Wir wollen die Tomate. Was? Jemand hat das Relaxo-Ding weggeangelt. Hurensohn. Okay, können wir mal. Das sieht nice aus. Pokémon Relax Time Plüschi. Elektrischer, geiler Entferner, klar. What the fuck? Wie heißt das auf Englisch? Ist es so ein Ding, um die Hornhaut am Fuß wegzumachen? Oh, das sieht nach Jumbo-Scam aus, so fuck me. Oh nein, das können wir, ich glaube, das können wir nicht nehmen. Okay, wir gucken mal. Ich glaube, es wäre smart, wenn wir irgendwo reingehen, wo Leute schon drin sind. Netter Lügenotter, der großes Plüschtier hinlegt. Diese Übersetzung, Bro.
Hm. Okay, hier sind 5 Leute drin. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, der ist possible, dude. Ich glaube, der ist possible. Wenn man ihn hier grabt. Oh, jemand ist gerade dran. Wait, mein Geld ist noch nicht aufgeladen. Ich habe 30 Euro bezahlt. Habe ich nicht auf Pay geklickt oder was? Warte mal, ich schau mal ganz kurz in meinem PayPal nach, Jungs. What the fuck, du? Gesendete Zahlungen. Bruder, lädt es lange, Alter. Nö. Nö. Nö, ich war einfach zu dumm. Ich war einfach eigentlich zu dumm. Anscheinend habe ich nicht auf OK geklickt. The fuck? PayPal-Konto stand einfach zu groß. Bro, ich habe irgendwie das Gefühl, von Tag zu Tag rutscht der linke Bildschirm mit dem Chat immer weiter nach rechts. Ihr seid schon so halb hinter meinem Bildschirm gerade. So, jetzt kann ich euch wieder voll sehen, Jungs. Hi, Chat, wie geht's euch? Vielen Dank jedes Mal, der TP-Vorkauf ist abgeschlossen. Boah, das kam vorne aber auch. Okay, jetzt hab ich Cash. Alright, let's go. Okay, der geht. Oh nein, der hat ihn. Das ist es. Okay, ich hab ne Strat. Pass auf. Wir gehen hier hin und drücken dann mit dem Aufmachen den nach zur Seite. Das ist die Strat. Kann ich gar nicht rein. Ich weiß nicht, Chat, ob jemand von euch zufällig Japanisch kann. Aber ich kann gar nicht rein, weil 5 Leute drin sind, oder? Immer nur 5 Leute? Ah, okay. Oh, jemand hat dieselbe Strat, aber nur von der anderen Seite, oder? Ah, nee, wait, what? Oh! So runterdrücken, auch nicht bad. Aber ich glaube, das ist nicht die Strat. Euro gewasted, Pussy. Hm. Come on, lass mich hier rein, Bro. Chat, denkt ihr, es ist smart, hier an diesem Punkt, an diesem rechten Arm von diesem Otter runterzudrücken? Mit der linken Kralle? Oh, ich glaube, das ist das, was er versuchen wird. Ah, oh, du. Mann, Junge, es sind gerade 22 Leute auf der Page. Bro, come on. Jeder will den Otter. Bro, ich will den Otter haben. Nein! Oh mein Gott, huge, dude. Ja, Bro, wir kommen da nicht mehr rein. Oh mein Gott, du, der ist. Wer auch immer jetzt dran ist, hat ihn. Oh mein Gott, der ist so juicy. Ja, den kriegen wir nicht, oder? Keiner von denen wird uns hier lassen. Ich glaube, wir können hier raus. Aber wir gucken uns trotzdem mal kurz. Oh mein Gott, Bro. Das hätten wir sein können. Wer ist der Idiot gerade? Wer ist das? Lost. Okay. Ah, shit. Jemand hat den Otter gewonnen.
Okay, meinte jemand, hat zwischen den Thunfisch gespielt. Durchsuche heißt eigentlich Versuche, wie oft jemand das schon versucht hat. Ach so. Oh. Du willst mir sagen, also der Thunfisch wurde erst einmal gespielt? Let's go. Netter Lügenotter. Ach, das ist der. Ah, fuck. Der Thunfisch ist doch mega nice. Wir können hier so ein Shiba Inu-Kissen versuchen zu bekommen. Eis und Ken, Shiba Kopuzu, gute Nacht, großes Plüschtier. Oh. Oh. Der ist ziemlich impossible, Bro. Scheiß auf den. Was ist das hier? Delfinrolle? Tierkreuzung, 200 cm, Plüschtier, Rainbow Luca, wer? What the fuck? Boah, das ist auch impossible. Never holt er den. Oh! Oh, not bad, aber. Nice try. Sieht aus wie eine Toastpackung. Ja. Kennt ihr diese Löffelkekse? So sieht es ein bisschen aus. Ist das eine Bratwurst? Nee, Dog. Okay, wir sollten wirklich gucken, wo Leute drin sind. Weil wo Leute drin sind, ist es vermutlich kurz vor Drop. Wait, muss sie nach hier ins Loch? Ja, ne? Oh, sollen wir die tryen? Das Ding ist lame. Das Ding ist scuffed. Scuffed, scuffed. Fuck, dude, ich finde kein nices. Oha! Das wird sein, Jungs. Der, danke, weißer Hai 3 Big Big. Holy shit. Der ist nicht nur big, der ist big, big. Bro, irgendwie sehe ich mich, dass ich diesen Haken hier in die Mitte fahre und dann diese beiden auseinanderdrücke, Chat. Was denkt ihr darüber? Wir try mal ein. Gut. Außer. Das war trash. Alright, so gehen unsere ersten 2-0 dahin, Freunde. Let's go, dude. Danke für alle Subs und Donations heute. Vielen Dank, Jungs. Yo, Janis, Red Revenge, Turbo, Krypton, Schlese, Nick, Fleischi, Suppen Sepp, Real Paro, Call Me Tim, Erzieher, Tobi Tetris. Danke für die ganzen Subs, Chat. Diggis Papa in den Chat für die Boys. Danke, Bros. Oh, ist das Gengar? I love Gengar. Gang, gang. Oh, Dicker, ich mag diese Stange in der Mitte nicht. Meint ihr, dass wir A vielleicht kriegen können? Denkt ihr, das ist possible? Fühlt ihr den, Jungs? Nee. Ey, an die Mods, wenn ihr zufällig gerade auch auf der Seite browse und ein gutes findet, könnt ihr gerne reinlinken. Oh, das sieht süß aus. Pokémon Relax Time Pikachu und Pichu Figur. Oh. Okay, wir tryen mal eins. Vielleicht.
Scheiße, Alter. Bro, ihr müsst euch mal halt reinziehen, was für Leute da gewinnen teilweise und wie. Manche Leute sind richtig crazy. Okay, wie hat der das gemacht? Lol. Er hat die Ecke gegriffen und ist damit rumgezogen, weil es hängen geblieben ist. Wow, Bro, das ist sick. Sick, dude. Ui, was ist das hier? Ein komplettes Aquarium? Spannender Kinderrundpool. Ui, das könnte actually useful sein. Das kann ich Cindy's kleiner Schwester schenken. Oh, aber Bro, der wiegt 400 Kilogramm oder so. Der, niemals kriegen wir den da runter. Oh, okay, okay, der Greifer ist ein bisschen stärker hier. Boah, wie macht man das? In dem Thunfisch ist bestimmt ein Stein drin, kann sein. Mann, Jungs, obvious wiegt ja nicht 400 Kilogramm. Ich habe einfach irgendeine Zahl gesehen. Oh, das spielt aber auch gerade schon 5. Wir können hier nicht rein in die Queue. Oh, Bruder. Boah, das ist so traurig. Ich find's ein bisschen unfair, dass hier zu wenig Sachen angegeben sind. Wie breit ist denn der spannende Kinderrundpool? Als wäre das so genormt, als wüsste jeder, wie groß ein spannender Kinderrundpool ist. Guter Song, du. Ist das bezahlte Werbung? Nein. Was fuck? Bro, als würde ich ein Placement machen für so ein Shit. Oh, was ist das? Longboard, Bro. Dann können wir wie Simon Unge durch Köln fahren. Straßenkinder-Skateboard 2. Oha! What the fuck? Wait, das sah nicht schlecht aus. Okay, warte mal, wir sollten auf jeden Fall den Thunfisch offen lassen. Und wir sollten auf jeden Fall das Aquarium offen lassen. Das ist free, denkt ihr? Oh, Bro, der Greifarm ist richtig stark hier. Bruder, der Thunfisch ist geisteskrank verbuggt, real talk. Oh, das ist der andere Thunfisch. Bro, der ist ja nicht mal annähernd. Ja, Babe. Ganz kurz. Ah, hm? Was ist? Was ist? Weiß ich nicht. Achso, hier. Mach auf, ich werf sie raus. Ja. Ich finde es immer gut, wie ich irgendwie T-Shirts zugeschickt bekomme von Ola Kala oder von Peso oder so. Und die einfach Cindy immer so hijackt und einfach selber verwendet. Danke, Mann. An der Stelle danke Nico, Tim und Justin fürs Zuschicken, Jungs. Vielen Dank. Ich habe von den T-Shirts absolut nichts. Danke. Aber Real Talk. Ist schon irgendwie cute und hot, wenn deine Freundin deine Shirts trägt oder Pullover. Ich feiere das auf eine Art. Ist schon cool. Cindy ist ja auch Influencer. True. True. Im Gegensatz zu mir, ich bin einfach nur ein Knecht. Jin und CC, danke für die Substitutes. Freunde, an die Leute, die 1 reinschreiben, bitte lasst es. Nein. Schreib wegen mir plus 1, aber dieses 1-Ding ist das Schlimmste, was Twitch je passiert ist. Wir gehen hier rein. Wenn hier frei wird, Jungs, gehen wir hier das Longboard rein. Der scufft.
Nuke incoming. Boom, dude. Okay, warte mal. Können wir hier so ein paar Hentai-Schnitten abräumen? Du willst mir sagen, niemand spielt das gerade, aber wir können nicht rein? Oh, das ist safe easy. Pff, Trash. Mann, Bruder, warum spielen das alle so viele? Alle werden so oft gespielt, wir müssen mal ein Stück runtergehen. Okay, das sieht nice aus. Ist das so eine Federtasche? Auch in den Kissen. Rilakkuma. Ist das aus irgendeinem Anime oder so? Oha, der ist über free. Hier sind aber auch 5 Leute drin. Aber der ist safe Jumbo free. Den muss man nur runterdrücken. Mann, Bruder, überall sind 5 Leute drin. Come on. Du willst mir sagen, dass Leute das HD spielen? Damn, es gibt Leute, die nicht Streamer sind und das spielen? Yo, your messer. Nice. Danke für die 3 Euro, Bro. Vielen Dank, mein Buddy. Ich küsse deine Augen. Wer spielt sowas, wenn man kein Streamer ist? Wait, what the fuck? Hey, ich versteh's nicht. Was muss man hier machen? Muss man nur mit den Bällen das Ding da rausbekommen? Warte mal, Tischtennisballständer. Lassen Sie uns die Tischtennisbälle im Korb herausschöpfen. Holen Sie sich einen Preis, wenn der Tischtennisball das rote Loch trifft. Ah, also ich nehme hier einen raus und muss ihn versuchen, da im roten Loch zu versenken. Ja, easy. Wie schwer kann es sein? Mega Scam, glaub mir. So eins habe ich aber noch nie gemacht. Wir try mal. Oh, jetzt 2. Okay, ich glaube, das ist machbar. Warte mal. Mach nur einmal kurz. Einmal kurz. Komm, mach 3 oder 2 oder so. Oh ja, let's go, 2! 1 in den Chat. Bro, er fährt immer nach hinten. Danke, Buddy, für die 3 Euro. Bro, ich meine, wenn ich das Ding komplett fülle, kriege ich da nicht das rote Ding da? Ich glaube, das ist ein easy win, to be honest. Vor allem, das fährt immer nach da hinten. Das ist so Scam, dude. Holy shit. Aber guck mal, wie viel hier schon aufgestackt ist. Wir brauchen nur diesen einen, der dann hier runterrollt. Mehr Scam als die anderen. Wie nur einer? Was nur ein, Bruder? Mach jetzt nicht den. Fuck. Da reichen die 10 Euro aber nicht. Ja, wir lassen kurz. Okay, pass auf, jetzt kommt die Strat. Wir lassen kurz ein paar Idioten das auffüllen und dann melden wir uns für den Final-Ding an. Komm mal, pass auf, wir gehen jetzt hier auf Abspielen. Zack, jetzt sind wir Platz 3. Jetzt lassen wir ein paar Idioten füllen und dann. Tischtennisbälle wiegen actually 4 Kilogramm. Bro, imagine. Da müssen wir mit denen spielen. Yo, Bot Dora, danke für die 3 Monate. Temperancy, danke für die 21, Dude Marv. Freunde, ich habe mich übrigens langsam erholt vom Sport. Pock, Dude. Aber die letzten Bälle kriegst du dann nicht hoch.
Wie, ich bin schon wieder dran. Ein Ball? Wir gehen nochmal raus. Damn, son, where'd you find this? Hallo, ich der Guy, der das spielt. Ich hab das letztens, als du das mit Karl gespielt habt und angefangen und 50 Euro verspielt, ohne was zu gewinnen. Ich wollte aber so gerne Rem haben, Peppy Hands, aya, 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 Peppy Hands. Wer ist Rem? Danke für die 5, für die 3, Bro. Bronix, Couscous. Boah, try ich das? Einer spielt, warte mal, einer spielt gerade, einer ist gerade drin. Okay, chill, chill. Ein Re-Zero-Charakter, okay. Hört sich cringe an. Wie geht's dem Thunfischstock? Boah, sollen wir in das Skateboard mal rein? Okay, warte mal, wir geben mal. War das der Thunfischjungs? Oder war das der so shitty war? Pff, nee, das ist der Trash. Wo ist der gute Thunfisch? War der weiter unten? Okay, irgendwo hier müsste nochmal ein Thunfisch kommen. Warte mal, haben die das inzwischen vielleicht sogar nachgefüllt? Den Otter hätte ich mega gerne. Oh! Okay, die haben den Otter nachgefüllt, aber der liegt wieder richtig gut. Oh, shit. Okay. Okay, am Schwanz grabben ist die Strat. Okay, das lassen wir offen. Wir gucken mal ganz kurz, wie der andere Thunfisch vorangeschritten ist. War der nicht hier irgendwo? Ich glaube, der andere Thunfisch ist weg. Ah, hier ist er. Bro, er liegt immer noch so? Oh, der wird aber gut bewegt hier. Vielleicht sollten wir wirklich da reingehen, Jungs. Ich habe noch nie von einem Lügenotter gehört. Ja, ist ein bisschen skrift. Ja, komm. Komm, wir befreien dich, Bruder. Der Lügenotter ist nett. Oh, jemand macht. Ja, hinten am Schwanz ist die Strat auf jeden Fall gerade. Was es kostet, einen Move? Bei der Handy-App von dem Mist hat man 5 Free-Versuche, Stonks. Wait, for real? Warte mal, wenn ich mich also mit dem Handy anmelde... Damn, son, kann ich dann zusätzlich nochmal 5 Tries machen? Lösch dich, Lennart. Okay, warte, das mache ich fix. Könnte man da nicht rein theoretisch immer neue Accounts machen und dann Unlimited for Free spielen und sich einfach alles da mopsen? IP? Ah, stimmt. Okay, sorry. Es gibt ja keinen Weg, eine IP irgendwie zu verändern. Stimmt, hast recht. Fuck, da ist man dann echt gebunden. Stimmt, RIP. VPN, ah, no shit, Jungs, danke. Bruder, wenn man einfach simple Ironie nicht versteht, Freunde. Aber man sagt ja auch, Ironie ist der Humor der Intelligenten, Freunde. Was erwarte ich? Bro, der Otter sieht gut aus, Jungs. Hier sind echt viele Leute gerade drin. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Handy-App. Man kann nur zwischen Male und Female switchen. Welcome to Toreba. You can play the first 5 times for free. Wait, what the fuck? Okay, dann gehen wir in die Bälle rein. Pokémon.
Oh nein, ich finde das nicht. Ich weiß nicht, was ich eingeben muss, um das zu finden. Jadon. Nein, ich find's nicht. Otter? Ja, ich könnte auch in den Otter reingehen. Und warte mal, wir probieren mal das Skateboard. Skateboard? Das gibt's auch nicht. Was ist das für ein Jumbo-Scam? Okay, ich suche einfach danach. Ich glaube, das sind hier andere, als es da gibt, oder? Ich finde die ganzen Sachen nicht, Jungs. Okay, warte. Du musst Japanisch schreiben. Nee, die komplette App ist auf Englisch. Aber kein Problem, ich finde es. Komm, es muss hier irgendwo sein. Warte. Ich bin schon 15 Mal an so Pikachu dran. Oh, fuck, dude, wir sind dran. Baba. Da haben wir ja richtig gut, also wirklich, da hat es sich richtig gelohnt zu warten, auf jeden Fall. Okay, ich waste jetzt einfach meine Free Spins für das, was ich hier sehe, warte. Okay, Winnie the Pooh. Winnie. Oh, die komplette Seite ist schon wieder nicht übersetzt. Was heißt Winnie Pooh auf Asiatisch? Warte mal, wird der wahrscheinlich Winnie der Bär heißen? Was heißt Bär auf Japanisch? Kuma. 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 Alright, das geben wir jetzt einfach da ein. Boom. Nee, das hat nicht funktioniert. Shit, ich dachte, ich habe eine super Jumbo-Smarte-Strat hier. Hey guys, Linus hier. Just wanted to present you to this sponsor, NordVPN. Danke für die drei, buddy. Oh, jetzt ist alles auf Englisch. Okay. Winnie. Mann, Dicker, ich finde keins, was ich auf dem Handy finde, auf dem PC. Pokémon Relax Time. Relax. Pokémon. Okay, Chat, ich such das da. Das ist dieses Pichu-Pikachu-Ding, was wir vorhin hatten. Hier ist es! Okay, einmal drin. Okay, ich gebe das Handy rein. You want to play a tutorial? No. Play this machine. Now reserving. Jetzt müsste einer dazukommen. Reservation failed. Hey, what the fuck? What the fuck? Warum? Bruder, ich habe noch nie eine App gesehen, die so scuffed ist. Ich kann nur eins reservieren, was da keiner spielt, weil ich diese Free-Dinger mache. Feine Rosinenschnecken, du. Niklas, lösch dich. Melonen-Boland. Ey, Buddy, danke für die 3 Euro, Bro. Ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß auf Free-Spins, dude. Oh, das Glumanda-Plüschi wäre sick. Das tryen wir, Chat. Wait, der hintere sieht ziemlich easy aus. Ich glaube, den können wir machen. Ah, oder?
Okay, wir try mal ein. Ja, ich hätte schon lieber, ich glaube, das ist Plinth, oder wie die heißt, ne? Ich hätte, oder Flamly ist es, genau. Ich hätte lieber Glumanda. Aber Edgy ist mir egal, Hauptsache wir kriegen irgendwas. Denkt ihr, runterdrücken ist die Strat? Okay. Alright, cooler Try. Holy shit. Lass uns den ganz schnell vergessen, Alter. Holy shit, hier lag gerade ein random weißer Schokobon auf meinem Boden. Nice. Was war das jetzt? Okay, wir grabben das mal hier. Hallo Chat, ich bin in diesem Automaten gefangen, da mein Herrchen keine Streamgebühr bezahlt hat. Please send help. Oh! Okay, war okay, nehmen wir. Hallo Chat, ich bin in diesem Automaten gefangen, da mein Herrchen keine Streamgebühr bezahlt hat. Ist ein Mensch wirklich ein Mensch? Lügenotter, danke für die 3, dude. Ist ein Mensch wirklich ein Mensch? Oh ja. Ja, vermutlich. Danke für die 3. Okay, ich will genau auf die Stange kommen. Das ist so flick dann. Oh ja, das glaube ich war ein bisschen so. Versucht das mit einem Arm reinzudrücken, nicht hochheben. Habe ich schon versucht, das ging nicht so gut. Aber vielleicht try es nochmal. Würdet ihr sagen, warte, okay, welches Strategy? Wir haben noch einen Try. Am Schwanz grabben. Ich habe das Gefühl, dass es dann nicht geht. Ah doch, wir tryen es, fuck it. Wir versuchen den Schwanz zu grabben. Den Schwanz drücken? Ne, wir versuchen den Schwanz zu grabben. Ich glaube, hätten wir es ein Stück weiter hier genommen, so ein Stück weiter rechts. Wie heißt ein Glumanda auf Englisch, Chat? Ich brauche schnell die Antwort. Oh, ich hab genau das gefunden. Charmander, ja, true. Hier ist ein anderer Automat. Oh mein Gott, es gibt nochmal so einen Automat. Oha, es gibt sogar einen Glurak. Okay, ich gebe mal nur Charmander ein. Da kommt nur eins und das ist ein anderes. Ich glaube, auf dem Handy sind andere als am PC. Teilweise. Schade, dude. Freunde, wir laden nochmal auf. Einmal noch. Ich will den Charmander haben. Suchtverhalten. Es ist halt guter Content, Bruder. Ich mach's für den Content. Ich bin nicht actually süchtig. Mir ist der Content wichtig. Okay. Meine Zahlung kommt wieder nicht durch. Ah, jetzt. Okay, baba. Oh mein Gott, guck mal, er sieht so glücklich aus. Schaut euch an, wie glücklich er aussieht. Er will safe zu uns, Jungs. Karl hat schon 3 Sachen gewonnen. Okay, bevor wir reingehen. Was ist die Strat, Jungs? Was ist die Strat? Damn,
son, where'd you find this? Was würdet ihr machen? Mein Lieblingsland ist Schweden. Chat, was ist euer Lieblingsland? Antworten gelten nur als Donut. Bro, danke für die drei. Ich glaube, mein Lieblingsland... Ich muss sagen, ich finde Deutschland ziemlich cool, aber Deutschland zu antworten ist ein bisschen lame. Weiß ich nicht, es fällt mir irgendwie schwer, ein Lieblingsland zu nennen. Ich würde jetzt sowas sagen wie USA, aber ich sag mal, es gibt genug Gründe, um USA nicht als Lieblingsland zu haben. Oh, Kanada war ich noch nie. Aber ich stelle mir Kanada sehr cool vor. Ich glaube, Kanada könnte mein Lieblingsland werden, wenn ich mal da wäre. Alle sagen immer, Kanada ist super dope. Die gerade, aber weiter rechts. Ja, ich try das mal, du. Türkei. Ich meine, Kroatien ist auch ziemlich cool. Kroatien ist schön. Megalul, Portugal sicher nicht. Portugal, Bro. Kopf drücken. Okay, wir probieren erstmal die Schwanzgreifer-Strap. Aber doch, sollte gehen. Damn, son, where'd you find this? Europa. Boah, ich habe das irgendwie gefühlt, aber leider ist es nicht geworden. Ey, meint ihr, wir sollten vielleicht mal diesen Zipfel hier vorne probieren? Diesen, der zu uns zeigt? Diesen einen Plastikzipfel da? Oder wir scheinen wirklich mal drücken? Damn, son, where'd you find this? Nee, wir versuchen es nochmal da hinten, würde ich sagen. Okay, das müsste jetzt... Okay, der Schreiber war fucking shit. Damn, son, where'd you find this? Deutschland, da treffe ich. Ich muss... Also, ich finde, Deutschland ist wirklich ein gutes Land. Also, ich... Mir würde jetzt kein Land spontan einfallen, wo ich lieber geboren wäre. So vom Gesamtpaket, sag ich mal. Ich meine, unser Internet ist ziemlich scheiße so im Vergleich. Das ist ein Minuspunkt. Keine Ahnung, wie der Wurtermarkt da hingekommen ist, aber das bin ich nach dem Training. Progress Papagün. Gib mir eine Sekunde, Bro. Danke für die drei. Schweiz? Ja, weiß nicht, ne. Schweiz ist in Ordnung. Ich glaube, Schweiz ist cool, wenn man in der Schweiz geboren ist und in der Schweiz arbeitet. Aber als jemand, der nicht in der Schweiz arbeitet, Bruder, ist es einfach super scuffed. 40 Euro für einen Döner mit einer Cola auszugeben. Nee. Das ist wieder ein ziemlich Shit-Try. Ach du Kacke, Bruder, der war ja komplett scheiße. Dafür haben wir ein nices Internet. Ja gut, aber ihr habt auch ein Hundertstel der Leute oder Nordkorea. So. Nordkorea. Mega. Wollen wir nochmal den Schwanzgrab versuchen? Ja, aber dafür Internet. Ja, true. Japan, Aya Clap. Oh, Junge. Damn, son, where'd you find this? Das Flachland deiner Mutter. Kap. Good one. Keine Ahnung, wie der Watermark da hingekommen ist, aber das bin ich nach dem Training. Progress. Dicker, wilder Watermark. Oha, aber ey, Realtor not bad. Nicht schlecht, Diggi. Okay, wir wurden erstmal rausgeworfen. Jetzt nochmal nur etwas weiter hinten. Harry, jetzt tu nicht so, als ob das so schwer für dich ist. Zauber das Ding einfach weg. Nehmen wir das vor uns jetzt dran.
Okay, wir lassen jetzt jemanden ein, zwei Tries machen. Konnte sie danken für die drei. Yo, Le Schnoggler hat 30 Euro gedroppt. Danke, Buddy. Ich weiß nicht, ob es gewollt war, aber da war keine Nachricht drin. Dickes Papa, entschuldige uns für den Bro. Jetzt runterdrücken. Okay, ich hole mir kurz drei Schokobons. Geist ist kein Bock auf Schokobons gerade. Oder die weißen Schokobons sind einfach Killer, Mann. Oh ja. Yeah. Habe ich irgendwas verpasst, Jungs? Damn, son, where'd you find this? Chat, schaffen wir es bis 10 zu zählen? Ich fang an. 1. Bitte nicht, Bro. Danke für die 3 Euro, Buddy. Damn, son, where'd you find this? Digga, hol die Scheiße halt einfach. Mm, true! Danke, Mann, für den Tipp. Das ist wirklich ein guter Tipp. Digga, weiße Schokolade ist es, Mann. Guck dich diese Perfektion an. Boah. Mm. Damn, son, where'd you find this? War gewollt. Bro. Le Schnoggler mit den 80 Euro. Top D, dude. Danke, Bro. Damn, ey, vielen Dank, mein Buddy. Du hast im Grunde die Session bezahlt gerade. Schokobons und Überlul. Danke, Buddy. Ey, dickes Papa, Entschädigungs für Le Schnoggler. Viel liebe Entschädigungs. Wir werden aber auf gar keinen Fall nochmal aufladen, Jungs. Weil ich sag mal, ein bisschen verantwortungsvoll möchte ich dann doch sein. Wir lassen jetzt die Idioten hier. Wir lassen jetzt die Idioten hier spielen und das ein bisschen vorbereiten. Gerade im Video gesehen. Wenn du den letzten Tischtennisball aus der Schüssel nimmst, bekommst du den Preis instant auch, wenn du nicht triffst. Aha. Okay, vielleicht laden wir doch nochmal auf. Spaß. Das war nicht der Otter, ne? Das war dieses Pokémon-Ding. Gibt es auch einen japanischen Ogre? Bro, was hat es mit diesem japanischen Ogre auf sich tun? Bro, what the fuck? Diese Donation kommt alle drei Tage mal. Einfach mit japanischer Ogre. Ja, ist ja Fleckmann, aber ich... Damn, son, where'd you find this? 2. Meint ihr, inzwischen hat sich jemand den elektrischen geilen Entferner geholt? Niemand. Niemand bis jetzt. Damn, nice. Son, where'd you find this? Kevin, sag mal, Christina, sie soll aufstehen. Viele Grüße an sie. Christina, steh auf, du faule Sau. War das das Ding hier, Jungs? Oh! Oh! Alter, da sind nur noch 4 Stück drin. Son, where'd you find this? Moin, moin. Wollte nur mal sagen, dass du dir das alles verdient hast. Egal wann ich Outfit schaue, du bist immer für uns am Streamen und deine lose Art bringt wirklich tolle Momente. Danke, wollte Bro. Auch sagen, dass du echt den besten Chat auf Twitch hast. Kuss. In Deutschland auf jeden Fall, ja. Safe. Bro, ich hab ein Standbild. Ja, holy shit. Okay, wir haben aber einen grabben können. Oh. Meint ihr, es ist wirklich so, dass wenn ich das letzte, den letzten rausnehme, dass ich dann safe den bekomme? Son, where'd you find this?
Gönn dir mal das Eis, Papa. Okay, da sind noch zwei Stück drin. Boah, AIDS. Wenn es nicht so wäre, dann würden ja nicht fünf warten. True. Ich hole mir das Ding jetzt einfach. Das Ding ist, ich muss es jetzt so richtig scuffed machen hier gerade. Bitte nimm einen. Komm. Nice! Einer noch drin! Okay, das heißt... Du, Harry, du kennst doch den Zauberspruch, wenn nicht, sprich mehr nach erstem zwei. Drei Axien. Ich verstehe gar nicht, warum man sowas macht. Geht gar nicht in meinen Kopf. Bro, Real Talk nur für Entertainment. Privat würde ich sowas auch nie machen. Damn, son, bitte grab den. Jo, geh raus, da ich will den haben, den. Let's go! So, was jetzt, hä? Was jetzt? Damn, son, where'd you find this? Sieben. Guck jetzt ins Inventar. Hier bei Wagen oder wo? Ich will sehen, was jetzt passiert. Ich wurde auf jeden Fall nicht rausgeschmissen. Weiß nicht, ob das normalerweise passiert. Okay, wir reloaden mal die Seite. Die Bälle werden noch nachgefüllt, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir das jetzt? Oder haben wir es nicht? Save, da füllt gleich jemand nach, Bro. Das wäre super Jumbo-Scam dann. Musst unten auf Claim drücken. Nee, du musst in den roten Topf da, safe. Ja, das auf jeden Fall. Aber jemand meinte, dass wenn man alle Kugeln wegnimmt, bekommt man trotzdem den Preis. Das würde bedeuten, ich kriege jetzt den Preis. Holen Sie sich einen Preis, wenn der Tischtennisball das rote Loch betritt. In das rote Recht muss ein Ball. Ja, Jungs, no shit. Okay, wir gehen nochmal bei Glumanda rein. Haben wir noch Cash? Zwei ist besser. Wenn du nicht glaubst. Wenn ich was nicht glaube. Hello there, This is Ashley, and I'm here to share a way to get an automatic win in these ping pong machines. Now, I came across this machine, nobody was playing it, and it was in this state, and I started to play. Now, have you ever been watching one of these pong machines, and there's only a couple balls left, and you see somebody play, and you kind of think that they're crazy? Like, why is this person playing this machine? You're probably gonna miss getting the balls, and like, look at how many people have tried and failed to get this into the winning area. Clearly it's not going to go anywhere. Well, the secret is, and I found this out relatively recently, is that if you are the last person to remove if you are the person to remove the last ping pong from the bowl, then you automatically win that prize. Now you can see here, I saw that there was two. And you saw that I missed this one. So it's not an automatic thing. There is still a little bit of, you may waste some turns. But with only two ping pongs left in the bowl, it was too tempting to pass up. And so here I am trying to be the one to take that last ping pong from the bowl in order to win this plushie automatically, even if it doesn't get into that holy shit. Let's go. Nice. Was ist die Haltedauer? Wie lange wird sowas gehalten? 14 Tage? Okay. Boah, nice. Okay, wir haben aber noch zwei Spinneronis.
Hey, geh nun die Dinger rein, wenn da wenige Balls sind. Ja. True eigentlich. Aber man kann, glaube ich, nicht sortieren. Wer war der Guy, der das gesagt hat? Der Kran. Danke, Bro. Damn, son, where'd you find this? Lass uns Freunde werden, ein Pokémon Go. Mein Trainercode ist gleich 0911-8833. Durchfall 1053. Warum war da Durchfall mit drin? Das stand da nicht. Wait, what the fuck? Das stand da nicht. Lass uns Freunde werden, ein Pokémon Go. Mein Trainercode ist gleich 0911-8833. Durchfall 1053. Durchfall! Ach so. Holy shit. Freunde, aktuell sind 5 Leute drin bei Glumanda. Wo wasten wir unsere letzten 2 Spins? Ich wünschte, man könnte nach Ping-Pong-Maschinen suchen, aber das geht nicht, ne? Was ist, wenn ich hier Ping-Pong eingib? Ich gebe mal Ping ein. Okay, das geht nicht. Wir könnten nochmal in den Thunfisch rein. Sollen wir nochmal in den Thunfisch rein? Okay, was ist das hier? Riesiges, flauschiges Gesichtskissen. Das wäre auch nicht schlecht. Da ist keiner drin gerade. Ja, also sorry, aber das sieht auch ultra scammy aus. Never kriegst du die Dinger jemals herunter. Okay, wir gucken, wir gehen in den Thunfisch rein. Boah, jetzt noch mit den letzten 2 Spins einen Thunfisch holen, wäre krank. Okay, gucken wir mal bei dem Pool nochmal rein. Damn, son, where'd you find this? Der erste Streamer, der meinen Namen richtig ausspricht. Bei dir bleib ich sopp. Kuss, 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 kuss. Danke, Bro. Danke, Buddy. Das sounds good. Ich war der Kran-Dude actually. Hab nur unter Meme-Namen gespendet. Zeta! Yo, Revinzai, danke für den 18 Monate Resub. Danke für die Sub-Bombe, Bro. Du fucking Revi, holy shit. Ich wurde letztens gezwungen, ein Video mit Revi aufzunehmen. Und ich wette, jetzt wo Revi das hier sieht, wird er das safe klauen. Ich sehe schon in 2 Tagen auf seinem YouTube-Channel. Aber anderes Thema. Ich wurde gezwungen, Videos mit ihm aufzunehmen und wir haben so Eye-Tracker gemacht, Bruder, 2016, lass grüßen. Und wir haben so fucking die hottesten Fortnite-Skins geguckt. War wild. Okay, der Pool ist immer noch scarfed. Die Dinger, Alter, niemals kriegst du die Dinger da raus. Never. Die sind übertrieben. Vielleicht der. Vielleicht kriegen wir den raus. Wenn wir den drücken. Was denkt ihr über den hinten, wenn wir den drücken? Mirapla oder wie der heißt? Du brauchst doch safe noch ein Geburtstagsgeschenk für Basti. 5. August. Angel ein Bitage mal so einen Hailul. Boah, das war krass. Ey, wehe der Pisser, der jetzt vor mir ist, holt sich das Ding da hinten. Ey, das ist einer von euch, oder? Oh mein Gott, ey, wenn das jetzt klappt, Bruder, bin ich so piss. Wasted. Okay, klebriges Knödelkissen. Was ist das? Wer will sowas haben? Wer will sowas? Wer denkt sich, ja, Mann, holy shit, wie dope. Das wäre cool, wenn wir den bekommen, aber der ist echt schwer. Aber den großen Sachen sind die Greifarme meistens auch stärker. Stell dir vor, du heißt Kevin und machst in 3 Stunden einfach 1600 Euro mit Subs bei Patch. Aber du kannst dich einfach mal 5 rechnen. Danke für die 5 Euro, Bro. Aber nichtsdestotrotz, Jungs, danke, dass ich den Amount Cash spare, den ich mache gerade durch euch. Kuss, kuss.
Oh mein Gott, Digga! Boah, der ist aber ganz schön fett auch, Alter. Mirabla könnte ein bisschen abnehmen. An sich war der gut. Boah, try ich jetzt nochmal wie so ein Buster? Wenn noch ein Spin. Damn, son, where'd you find this? Studier das ein und du machst Profit. Ludwig sagt wenigstens, was er verdient. Oh, Buddy, ich habe auch schon mehrmals gesagt, was ich verdiene. Ich denke, abgesehen von den Placements und Partnerschaften, ist es auch ziemlich easy auszurechnen. Also, ich meine, ihr könnt es vielleicht nicht auf den Cent genau machen. Aber to be honest, kann ich es auch nicht auf den Cent genau machen. Oh, geil, Digga! Bruder, danke, Mann! Das ist ja chillig. Das ist ja richtig nice. Geil. Das war mein letzter Spin. Peter. Okay, ich will jetzt irgendwen sehen, der das nach mir holt. Wir bleiben noch kurz hier drin. Studiere das ein und du machst Profit. Hello there, this is Ashley and I'm here with some tips and tricks for the parallel bar claw machines in Tereba. There are different prizes that you can win in machines of this type. You can win figures, items in boxes, plushies, small plushies in boxes, as well as out of boxes. And there are several different configurations that this machine can take. And there are also slightly different approaches depending on the particular prize that you're going for. For the sake of this video, I focused more on overall tips that can apply to any prize that you're looking for. However, if you would like a video on a more specific type of prize or a very specific configuration, please comment down below. First in my overall tips and tricks is to pay attention to the size of the prize versus the gap between the bars. We can use this to determine the approach that we're going to take to win the plushie. In this case, the squishy's side is more narrow and can easily fit through the gap in the bars. Let's see with this Mickey. Damn, son, where'd you find this? Hey, Kevin. Hier meine erste Donut überhaupt. Yo, Zehner! Würde mich übelst freuen, wenn du dir mal den Trailer anschaust dazu. Ist eine der besten Stories, die es gibt. Bepel, Titanfall. Oh ja, Titanfall hat gestern schon jemand vorgeschlagen. Danke, Buddy, für die 5. Number 2 is the type of prize versus the claw. Is the claw wide enough for the prize? And is it strong enough? If it's not, then we need to walk away from this. When it is, let's see what happens. Damn, son, where'd you find this? Lot of this is content. Dude! Number 3 is packaging. What is your item packaged in? If you see this plastic, it's very deceptive. It's a lot stronger and grips onto that bar more than you would think, and it sometimes can be invisible and it's hard to see. It's not to say that the item will not be winnable when it's like this. It just means that it will take a few more tries, most likely, before that plastic wrap finally lets go of that bar and lets the plushie drop down. Ja, Bruder, weißt du, was ist für Einblendungen, Alter? Wenn so ein Ding da schon halb auf halb neun hängt, ja, Digi, dann würde ich das auch catchen, Alter. Number 4, walk away when the configuration is not right. With this plushie, there are so many factors that need to take place and so many moves in order for it to fall that it's just not worth it. When we see this, we need to walk away. Bin seit 18 Monaten Sub und du hast mich noch nicht einmal vorgelesen. Trotzdem beste Stremme. Spiel bitte mal wieder Poker. Ah, sorry, dude, N-Raid. Danke für die 3. Ich gebe mein Bestes. Sure, we can go about playing the machine in a standard way of turning the item and having it go through the gap in the bars. And we'll get the item that way. But why do that when we can just do it in one? And to be honest, I find this way to be more enjoyable. Sie hittet genau die Ecke. Let's see a few more. And those are my 5 tips for the parallel bar claw machine. Ja, Bro, bei ihr sind auch die Automaten fucking so. But I hope it helps you. Please comment down below if there's other videos that you want to make. In the meantime, I hope you all have a great day. And bei mir ist es so. Bro, WTF?